Alles klar. What? Okay. Sie hätte jedenfalls ihren Rucksack retten können. Mann. Wie soll sie denn ohne Trinken überleben? Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnungen. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Ah. Sieht da oben ganz danach aus, würde ich mal meinen, ne? Irgendwo da oben bestimmt. Oh Gott. Okay. Achso. Nice. Das sieht sehr danach aus. Okay. Aber mit Steuerung kann ich gehen, um mich vorsichtiger zu bewegen. Das ist nett. Das ist sehr nett, würde ich sagen. Symbol, detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Sieht geil aus. Sieht echt gut aus. Oh Gott, oh Gott. Sollte Steuerung vielleicht wirklich verwenden irgendwie. Könnte es das wirklich sein? Nein, ich... Ja, ich weiß nicht. Ich würde mich da ja niemals alleine reintrauen, ey. Viel zu viele Gefahren und so. Niemand, der mich retten könnte oder sowas, wisst ihr? Das weiß ja niemand, dass ich hier bin. Genau hier. Genau hier. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Mit wem redest du eigentlich, Lara? Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Okay. Da war was. Da war was. Oder ist nur einmal nochmal das angucken? Hm, es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Kamen wir von da? Ne, von da kamen wir, ne? Hä, hey, wo kamen wir? Hä? Kamen wir von hier? Ne, auch nicht. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Ah, unser Griechisch ist gestiegen. Ein geheimer Eingang. Nee, das machen wir jetzt noch nicht, das machen wir gleich. Übrigens, das Spiel, hab ich gar nicht erwähnt. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Oh, die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ja? Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Ja. Yeah. Das ist das komplette Spiel mit allen DLCs. Habe ich noch nicht erwähnt. Zum 20. Geburtstag. Ach, von hier kam ich, ne? Kam ich von hier? Ja, von hier kam ich. Okay. Gab's zum 20. Geburtstag, glaube ich, halt im Angebot alle DLCs, hey, halt dabei. Hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Übersetzen des Monolithen können wir jetzt. Okay, cool. Hm, mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Die Vergangenheit lesen. Achievement freigeschaltet. Freigeschalten. Spielerwegweiser. Kehren Sie im linken Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Im linken Ding in der Welt werden Spielerwegweiser als blaue Lichtkegel dargestellt. Okay, cool. Da müssen wir hin. Da sind wir. Okay.
Da war was. Alte Münzen. Finden wir hier noch mehr? Oh, ich will dieses Spiel erkunden. Aber ich glaube nicht. Okay, gehen wir nochmal weiter hier lang. Okay, und versuchen wir es. Ja, Moment. Kurz kratzen. So. Weiter, komm, Lara. Noch ein Stück. Ja, sehr gut. Wow. Wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Ich will... Oh, Alter. Ich würde sowas so gerne auch mal finden, ne? Oh, wäre das cool. Ja, Wegweiser, genau. Okay, das kennen wir noch vom letzten Teil. Mit Q... den Wegweiser markieren. Da will ich nicht runterfallen, würde ich mal meinen. Ah, oh, hier, okay, hier ist was zum Langklettern. Noch ein Stückchen höher, Lara, genau. Rüber! Versuch hoch! Zu kommen, nice! Oh nein, sie sind schon hier. Ich muss da rein. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, ich habe gerade einfach aus Reflex Leertaste gedrückt. What? Okay, ich kann mich nicht umdrehen und mich weiter umgucken. So viel ist sicher, würde ich mal meinen. Geh weiter, zack. Nicht einbrechen. Jetzt bricht es ein. Jetzt müssen wir rüberspringen. Und jetzt müssen wir nochmal springen. Oh Gott. Übrigens, Leute, was ich sehr geil finde, kann ich euch gleich mal zeigen. Was ich sehr geil finde, worüber ich mich ja letztes Mal beschwert habe. Ha! Es sind zwei verschiedene Lautstärkeregler. Soundeffekt und Lautstärke. Also Dialoglautstärke. Ja! Endlich! Ha! Das war das erste, was ich nachgeguckt habe. Das erste, was ich nachgeguckt habe. Nice! Klettern wir da rüber, genau. Noch ein weiter. Und jetzt hoch. Sehr gut. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Hm. Ein Durchgang. Jo. Lara, du hast da so ein bisschen Blut. Nur so ein bisschen, also mach dir keine Sorgen. Alles gut, nur ein bisschen. Haben wir eigentlich einen Bogen oder so? Ich glaube, wir haben gar nichts, ne? Wir haben nur die Kletteraxt. Verdammt, komm schon. Oh Mann. Voll. Oh. Alter. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Ich wusste, irgendwas wird gleich kommen, aber eieiei. Hab ich mich erschrocken. Ach du Kacke. Eieiei. In Vaters Fußstapfen haben wir freigeschalten. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Milde Gabe. Suchen Sie in kleinen orangenen Behältern nach. Ich habe nicht weitergelesen. Toll! Oh, eine Karte. Komm. Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt.
Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Okay. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Okay, aber der hat doch... Er hat den Tod wirklich überstanden? Alter. Sieht hier alles... Alter, ne? Sieht hier echt schon ganz geil aus, alles. Holy shit. Ohne Witz. Verdammt. Das war echt knapp. Huh! 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 Ha! Hi! Oh, hab ich mich erschrocken! Och Gottchen, das Spiel ist nicht gut für meine Nerven! Ich sag's euch! Sie sprengen sich den Weg frei! Oh nee! Musste das passieren? Mann! Ja, das könnte ich aufbrechen. Gibt's hier hinten aber erstmal noch was? Mal gucken. Nee. Okay. Ah! Ah! Wäre nett, ne? Kann ich so tauchen? Oder wie kann ich tauchen? Hey, wie bin ich denn gerade getaucht? Hä? Hä? Okay, dann nicht. Was ist da gerade hochgekommen? Nein, daneben. Zielen muss gelernt sein. Okay. So viele Leichen, Alter. Aber wir sind drüben, okay. Haben dadurch Erfahrung bekommen, okay, alles klar. Und rutschen! Wuhu! Gedrückt halten? Okay, gedrückt halten. Boah. Erstmal den Zopf ausbringen. Alles klar. Nice. Wow. Unglaublich. Alter, das sieht echt übel geil aus. So, gehe ich jetzt erst da hoch oder gehe ich jetzt erst hier runter? Ich glaube, ich gehe erst runter. Hier ist, glaube ich, nichts. Okay. Aber ich glaube auch nicht, dass hier unten irgendwie was Krasses sein wird. Okay, da komme ich leider nicht hoch. Okay. Versuchen wir da rüber zu schwimmen und hier wieder hochzukommen, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht nicht. Nee, hier ist nichts. Okay. Gehen wir da raus. Drücken Sie Q, ja. Hä, also ich muss doch dahin. Yeah! Lara kann Körper machen! Ist ja cool. Ah! Ah! Ups. Komm, Lara, weiter! Und noch ein Stück. Nice! So steigt wieder der Wasserspiegel, genau.
Und das bringt uns dorthin. Können wir hier nicht hoch? Ach so, okay, gut. Ich dachte, man kann da hoch. Njaum, Körper! Bin ich cool, dass Lara einen Körper kann. Und die Haare immer wieder ausbringt, wenn sie im Wasser war. Alles klar, finde ich nett. Finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. Hier gehen wir hoch. Springen daran! Machen dadurch das Wasser noch höher. Und können somit überall hin, wo wir wollen. Okay. Kann ich hier nicht rauf? Wieso kann ich hier nicht rauf? Geh nicht rauf! Komm schon! Komm schon, Spiel! Als ob ihr nichts ist. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas Cooles. Ich kann nicht mal da rauf. Hä? Aber da ist... Doch, ich kann rauf. Okay, okay, okay. Das wollte ich haben. Yeah. Wuhu. Krass tight. Und so. Hä? Ah, danke. Aber manchmal kann ich irgendwo raufen, manchmal irgendwie nicht. Ist ein bisschen verwirrend. Kann ich da? Ja, kann ich. Aber ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Oh. Da gibt's was. Oh. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Da wäre ich mir echt nicht so sicher. Noch mehr Münzen oder so? Noch irgendwie noch was Cooles so? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Sieht zumindest nicht so aus, als könnten wir da hoch. Doch. Das können wir noch runterholen. Ach komm! Komm. Das schaffst du, Lara! Nein, das war knapp. Komm jetzt aber. Huah! Okay. Ja, da werde ich später wahrscheinlich noch hinkommen können. Denke ich jetzt einfach mal. Würde ich jetzt mal so ganz stumpf behaupten. Da ist was. Das nehme ich gern mit. Bam. Hä? Und eine Karte. Archivarkarte. Enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Okay. Können wir irgendwie tauchen? Scheint mir nicht so. Dann weiß ich auch nicht, wie ich da unten hinkommen soll. Außer wir können irgendwie wieder das Wasser ablassen. Das ist so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde. Das war knapp. So, Leertaste, okay. Hör! Oh, lol! Verdammt! Da! Sie sind fast drin. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Okay.
Muss ich jetzt hier lang oder muss ich woanders lang? Ich habe keine Ahnung. Ha! Nice, Lara. Das will ich haben. Achso. Ich glaube, hier geht's weiter. Tja, die Falle habe ich doch gesehen. Ich glaube, da geht's weiter. Ich gehe mal zurück. Und guck noch mal, was hier hin. Oh. Da kann ich doch locker hoch irgendwie. Ein Doppelsprung hier gegen, würde ich mal meinen. Okay, oder auch nicht. Ne, dann kann ich wahrscheinlich von... Aua. Ha. Okay, das war dumm. Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt auch so behaupten, eigentlich. Ist hier noch was? Wenn ich schon mal hier bin. Nö. Okay. Doch. Okay, noch zwei dieser Teile runterholen. Dann haben wir es. Und ich glaube, hier muss ich jetzt hochklettern, ne? Um ganz oben anzukommen. Beziehungsweise um ganz oben hinkommen zu können. Einmal so springen. Ne, ich komme einfach nur... Hat sich das jetzt noch da gedreht? Hä? Verwirrung! Aber okay. Springen! Und hier müssen wir doch auch noch irgendwas finden. Hier gibt es auch noch irgendwas. Da oben hab... Ah! Das da zum Beispiel! Nochmal Goldmünzen. Okay, dann können wir jetzt weiter. Jetzt können wir weiter. Jetzt alles fresh. Einmal noch schnell einen Bogen laufen. Alles klar. Hier hoch. Spring! Genau. Ich will aber noch irgendwie da hochkommen. Na, vielleicht kommen wir da gleich noch irgendwie hoch. Ha. Okay, und spring! Nice. Sehr, sehr gut. Können wir uns vielleicht an das Seil hängen oder so? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir müssen, glaube ich, weiter. Huh! Nein! Wow! Ich bin doch rübergesprungen, komm schon! Ich bin doch rübergesprungen. Da war's. Da hat gerade irgendwas geblinkt. Da schon wieder. Achso, wow. Einfach nur ein Schild oder so.